Oh Mann, Mario, was machst du denn da? Oh Gott. Okay, hi Leute, willkommen erstmal zurück zu einem neuen Part. Das habe ich mir aber auch schon sagen lassen, dass Mario, wenn man ihn lange stehen lässt, ein bisschen ausrastet. Der wird noch viele andere Sachen machen. Ich glaube, er legt sich auch wieder hin und schläft. Und ja, okay, jetzt sieht das alles bloß ein bisschen blöd aus, weil wir die Polygone dischen haben. Okay, sorry, weiter geht's hier. Ich werde dieses Land hier heute verlassen, aber ich würde noch gerne ein bisschen... Ach Mann, wo sind die letzten Münzen? Die letzten Münzen für halt, ne, für den Laden. Oh, was haben wir denn hier? Moment mal. Boom. Oh. Yeah. Boah, geil. Okay. Warte mal, hilft mir das Ding hier zum Gucken? Hier die ganzen Bäume und so was, wirkt alles so verdächtig. Was ist das hier unten? Ach ne, hier war ja Bustete. Okay, lass mal kurz mal mit Ausguck gucken. Vielleicht entdecken wir mal... Also, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? So. Okay. Yeah. Ja, genau. Okay, gut. Dann müssen wir einfach wieder zurückrennen gleich. Wartet. Yeah. Okay. Okay, schnell. So. Okay, okay, okay. Bling, 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 bling. Yeah, da habe ich ihn. Und da ist ja noch so ein Brunnen. Was ist in dem Brunnen drin? Egal, finden wir raus. Yeah, Notenjagd um den Brunnen herum. Okay, das ist wirklich ein Brunnen. So, was ist hier drin los? Sag nicht wieder Secret Boss. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Boah. Okay. Krasser Shit. Wo sind wir denn jetzt? Okay, was ist das hier? Das sieht ja so... Okay, da unten ist ein Mond. Und ich muss das wohl irgendwie umdrehen? Ey, keine Ahnung, ich guck einfach mal. So, oder es hat sich von alleine oben, mal schauen. Ja, grün, so. Yeah! Oh Gott. Okay, was heißt das hier? Realitätsverlust oder was? Ich darf hier nicht so lange bleiben? Okay. Ich glaube schon. Wie sieht das denn aus? Wow. Oh Gott. Okay. Wow. Ach so, hier wird man denn wieder real. Das ist ja auch krass. Wow. Okay, wow. Hier wird man real. Ups. Und da oben gibt's einen Mond. Verdammt. Okay, hier gibt's zwei Monde, die sind wohl übelst schwer. Mal gucken. Oh Gott, aber warte mal. Werdet denn schlimm, wenn ich real werde? Weiß ich gar nicht, ob das schlimm ist. Ehrlich gesagt. Ich glaube ja, ne? Weil ich glaube, ich kann ja nicht hier drauf stehen. Ich glaube ja, weil es sind, glaube ich, ja, es sind echt nur dünne Platten. Ich glaube, das geht nicht. Ich will. Ach, ich fliege ja allgemein aus der Dimension raus. Dann nützt es gar nichts mehr, irgendwo drauf zu stehen. Nee, ich fliege komplett raus. Okay, gut. War jetzt zwar nicht unbedingt beabsichtigt, aber ist ja egal. So. Krieg aber immer wieder Geld. Gling, 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 gling. So, Tram. Okay, aufpassen, Mario. Aufpassen. Nicht hier aus Versehen ausrasten. Okay, ist aber schwer. Ich muss auf die ganzen Kanonen rauffliegen, damit ich da irgendwie an so einen Mond rankomme. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh Gott, oh Gott. Wie soll ich denn das machen? Wartet. Ich glaube, jetzt? Mann, verdammt! Ach nee, okay, warte, nee. Ich hab's gerade gesehen. Ich kann auch einfach zurückgehen, denn... Also ich renne erstmal überall unten durch und dann gehe ich einfach zurück. Aber muss mich halt beeilen, weil sonst meine schützende Fläche weggeht. Ich habe das Prinzip verstanden. Ich habe es verstanden. Und ich habe jetzt gleich wieder 4000 Münzen. 4000 Münzen, ja! Okay. Ich kaufe mir nichts von den Klamotten, denn ich habe die Amiibos. Ein paar. Jedenfalls. So, okay, hier beeile ich mich jetzt einfach mal. Einfach beeilen. Wow, natürlich nur so weit man mich auch lässt, mich beeilen, ne? So halt. Wow! Okay, okay, ist klar. So, oh Gott. Genau, jetzt muss ich halt. Ah, nee, doch nicht. Ups, ach Mann! Ich depp. Okay, manchmal muss ich echt. Muss ich erstmal mit Denken klarkommen. Denken. Ich kann doch nie denken. Wie man hier einfach so ein Auffangding hat. Aber warte mal, kann es sein, dass ich mich für diesen geheimen Mond da irgendwie runterfallen lassen muss? Ah ne, ich glaube, das ist einfach nur das Ende vom Level, denn, ne? Hier, da unten, wie komme ich da unten hin? Kann sein, dass das einfach das Ende vom Level ist. Ich weiß es aber nicht. Weil, wenn nicht, gibt es hier drei Monde. Okay.
Ich würde ja noch kurz mal vorausgucken, wie ich da den Mond kriege. Nee, okay, doch nicht. Ich muss das mit den... Gott. Ich muss das halt echt mit den Raketen machen. Das wird ja super. Ja, das wird ja lustig. Wie soll ich das denn machen? Ja, ich will das nicht mit den Raketen machen. Oh Gott. Das klappt doch niemals. Obwohl ich hier schön hoch springen kann. Okay, Moment. Natürlich kommt jetzt erstmal keiner. Mann. Verdammt, komm schon. Komm schon, noch eine Rakete. Hups. Nein. Mario, komm schon. Yeah. 2D-Schub mit Kugel Willi. Nee. So, wenn ich sterbe, ist mir egal. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wow. Wow. Okay. Und ihr habt gedacht, ich krieg den nie hin, ne? Naja, Leute. So, okay. Hör doch auf. Okay, Moment. Ja, rübersprinten. Okay. Ja, rübersprinten. Okay, oh Gott. Was, das geht? Moment. Oh, wenn ich da genau in so eine Lücke reinfalle, ne? Krass da aus. Okay, hier gibt's aber jetzt nicht mehr mit Sprinten. Okay. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich muss doch noch da woanders hin. Oh. Oh, okay. Was zur Hölle, Mann? Wow, what the fuck? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Oh Gott. So, hier ist zwar eine Röhre, aber. Oh Gott. Hier ist eine Röhre, aber will ich da rein? Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ah, okay, gut. Ich wollte da rein. So, wir sind hier alles normal und cool. Komm her. Geheimer 2D-Schatz. Okay, dann gibt's hier echt drei Monde oder was? Ah, warte mal. Nee, der bringt mich ja wieder zurück, ne? Wartet mal. Der muss ich nochmal zurück. Wieso geht das nicht mehr? Oh, ich war doch noch gar nicht fertig da hinten. Ich war doch noch gar nicht fertig. Oh, ich spring hier wieder hoch. Ich kann doch hier einfach langlatschen. Ah, oh, ich bin wieder am Eingang, ne? Am Anfang. Ah, oh, da ging es doch noch irgendwo anders hin. Und das wird nicht der richtige Winner. Ja, denn nochmal, ne? Okay, diesmal sollte es ja schneller gehen. Oh, da gibt es jetzt in so einem Level 3 Sterne. Na, klasse, Mann. Hängen wir hier doch noch ein bisschen ab in den Leveln. Boings, 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 boings. So, wow. Ich versuche mich ja schon zu beeilen. Warte. Nein, bleib sofort stehen. Du schwarze Leinwand, komm her. Boah, okay. Puh. Wow, wow. Aber ist egal. So, ich warte mal ein bisschen. Weil ich muss hier erstmal warten, sonst bringt ihr die alle gar nicht. Weil ich hier wieder für einen Mist mache. So, und so. Die Raketen, ey. Wie die einfach real werden. So, okay. So, jetzt. Wie gesagt, da war halt noch so ein anderer Weg bei diesen komischen Dingern. Ich hab zwar Schiss vor dem. Ich hoffe, wir kommen da nochmal hin. Ich muss da nochmal hinkommen, das geht ja nicht anders. Aber auch sehr krass gemacht hier, muss ich ja sagen. Sehr, sehr krass. Okay, oh Gott, Achtung. Gubbel. Gubbel und Gubbel. Nein! Oh. Mann, was mache ich, wenn da ja keinen Stern gibt? Kann ich irgendwie auf die Karte gucken? Warte mal, Listen. Gibt's hier versteckt auf dem Dach des Palastes? Nee, warte, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich weiß ja, wie der hieß. Der hieß Geheimer 2D-Stern, ne? Genau. Geheimer 2D-Schatz. 2D-Schub, dann Kugelwilli. Ja. Ah, Revanche im Robohain. Okay, den habe ich gekriegt. Oh nein, hier wird noch was sein. Ja, okay, dann ich muss es nochmal machen. Oh, diese olle Stelle, ey. Was ist hier so gemein? Hier wird es halt noch einen geben. Ich glaube schon. Sorry, der dauert halt so lange, weil ich immer warten muss. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich will doch eh alle Monde haben. Dann kriegt man ordentlich Geld. Schon 4000. Fast 4100 habe ich so ja schon fast. Dann sollen wir mal danach machen. Wow. So. Okay. So. Wow. Da bleib ich lange erstmal invisible, wenn mich so ein Ding trifft. So. Oh Gott, jetzt wäre ich beinahe zu weit rausgerannt schon.
Oh oh. Hilfe. Okay, wir sind, die Raketen sind jetzt erstmal weg. Wir müssen bloß bei den Fuzzies wieder aufpassen. Komm schon. Cash. Also Cash gibt's hier, aber dauert auch alle zu lange. So, jetzt komm schon. Jetzt nicht wieder verkacken hier. So, kurz vorm Ziel. So, okay. Jetzt noch weiter hoch? Nee. Okay, alles klar. Nups. So, hier ist noch irgendwo was anderes. Ich werde das jetzt schaffen, Leute. Ich muss aufpassen, dass ich nicht genau jetzt da, wo die Fuzzies sind. Oh Gott. Wah! Okay. So, ja, ich muss ja hier lang. Oder sind einfach bloß ein Alternativweg? Ich glaube, das ist ja bloß ein Alternativweg, oder? Haben wir hier doch schon alt gefunden? Okay, ich lasse es einfach mal. Jetzt sah gerade sehr nach. Ich hätte mal die Kamera bewegen sollen. Ich lasse es. Jetzt sah einfach nur noch Alternativweg aus. Es hätte noch theoretisch unten weitergehen können. Ja, aber. Nee. Erstmal nicht. Das ist mir zu nervenaufreibend. Die Sterne werden richtig schwer. Ja, irgendwann muss ich ja gucken, wenn irgendwo noch einer fehlt. Weiß ich ja, wo er ist. So, was, wo sind jetzt die letzten drei Münzen? Der weiß ich nicht, wo die sind. Ob noch irgendwo ein Level existiert, wo die denn so sind. Oder vielleicht doch nochmal bei Peach. Vielleicht kann ich auch oben ins Bild rein. Hat man ja immer gedacht damals im N64, von wegen, dass man da irgendwie rein kann. Vielleicht haben sie das da als Hommage gemacht oder so. Naja, glaub eher nicht. Aber wie lange man hier in so einem Level rumeiern kann, weil einfach so schön ist und so groß. Also ich glaube, ich habe hier echt mit Yoshi habe ich alle Dinger gegessen, glaube ich. Yoshi ist pappsatt. Ja, würde ich erstmal so abhaken. Vielleicht kommt dann überraschend von wegen, Yoshi hat dich verarscht. Der hat eigentlich noch richtig Hunger. Ach, hier oben, guck mal, hier oben ist ja auch der Typ. Warte mal, der ist aber schon wieder schwäben. So. Na, Captain Toad, hast du einen Stern für mich? Es ist sehr schön, wieder zu Hause zu sein, aber nach dieser langen Reise sehe ich viele Dinge hier mit anderen Augen. Ich werde mein Fernsehen wohl nie ablegen, aber für den Moment genieße ich erstmal wieder hier zu entspannen. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe hier einen Mond für dich. Yeah, danke schön, Captain Dödel. Oh yeah. So. Ja, yeah, wie er sich freut. Okay, Toad, hast du vielleicht noch letzte Münzen gesehen bei deiner Entdeckung hier? Irgendwelche Münzen? Was denn für Münzen, du Spinner? Na, lila Münzen halt. Nö. Okay. Ich gehe trotzdem mal in den Shop. Warte mal, kriegst du ja nicht nochmal drin gewesen? Nee, ne? Nee, nur eine Münzenrolle. Ne, die braucht doch keiner. So. Ich will mir andere Klamotten holen. So, ich glaube, dieses Football-Outfit kann man, glaube ich, nicht irgendwie durch Amiibo kriegen. Aber ist okay. So, hast du noch was Neues? Hallo, wir haben einen neuen Artikel reinbekommen. Das ist auch so übel. Ah, hier, Luigi-Amiibo, ein Dr. Mario-Amiibo. Damit mir einfach, den habe ich nicht. Den kann ich dann einfach benutzen. Okay, gib mir mal das Ding hier. Das willst du haben? Ja, das zieh ich aber nicht an, das sieht irgendwie scheiße aus. Football, ich bin doch kein Ami. Hab keine Ahnung von Football. Immer dieses Football, Alter, 9100. Warum? Egal. So, ja, dann spare ich mir hier also echt an sich viel Geld. Tatsächlich. Nun gut. Tschüss, Mann. So, jetzt bei dir nochmal kurz schnuppern? Na, Mann. So, du hast ja die richtig krassen Sachen hier. Vor allem so, mit so Kissen und so was alles. Okay, gib mal das Ding hier. Erstmal den teuren Kram. Dankeschön. Teurer Kram. Ah, ich freue mich schon, alle zu komplettieren und alles in echt zu holen. So, dann gib mal den Röhrensticker. So, danke. So, den kleben wir auf deine Odyssey. Und den Münzensticker. Für Cash. Okay. So. Alles klar. Genau, 6 Münzen fehlen noch. Kann ich ja alles leer kaufen. So, lass mal umziehen. Ich hatte irgendwie wieder Bock. Auf was habe ich denn Bock? Wie geil das einfach aussieht, aber es reicht. Es war lustig. Ich glaube, ah, guck mal hier. Ich glaube aber echt, ich nehme wieder das, weil das sieht auch cool aus, das Retro-Outfit. Das hat echt auch was. Voll nice, schöne Farben. So, yeah. Okay. Einfach muss die Latzhose eintauschen und die Farben verwechselt, aber ist okay. Ist okay. So, jetzt, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt mal wieder mich entscheide von wegen, ich will mal wieder die Odyssey ein bisschen mit Monden befüttern. Boah, richtig viel. Boah, der Ballon wird immer fetter. Geil. Neue Produkte sind in den Shops erhältlich. Ach so. Die Odyssey ist jetzt leistungsfähiger. Noch leistungsfähiger? Was heißt denn das? Oha. Da, tatsächlich. Jetzt können wir zur finsteren Seite fliegen. Damit sind wir jetzt dann wohl auch offiziell echte Abenteurer. Alter, die finstere Seite des Mondes. Okay, das sieht. Aber Leute, jetzt. Warte mal, Mondland? Wo ist denn hier das. Ah, hier.
Pilzkönigreich ist hier ganz hinten. Okay, da ist der Pilzkönigreich. Ach, sind schön. Aber guck mal, es sieht aber aus, es wird immer noch Welten fehlen. Es sieht halt echt aus von der Symmetrie links und rechts, als ob hier noch welche Welten kommen. Okay, gehen wir einfach mal hin. Ich bin neugierig, ich will wissen, was da ist. Wow! Auch wenn ich neue Produkte im Shop habe. Wow! Weiß ich jetzt nicht, welche das sind. Neue Produkte im Shop, neue Klamotten oder was? Geil. Aber okay, oh, guck mal, wir glitzern jetzt richtig schön und... Leute, wir haben über 330 Monde. Gott, ey, was passiert denn da jetzt auf dem, auf der dunklen Seite? Finstere Seite. Kaninchenkrater. Okay, Kaninchenkrater, was zur Hölle? Okay. Ey, der Ballon ist so mega fett. Wann habe ich, wir haben noch über 330, ne? Ja, über 330. Okay, hier gibt's... Okay, was ist denn... Wow, okay, ist wieder erstmal so hier, okay. Aha. Hier ist eine Riesenkarotte. Aber bringt erstmal nichts. Kann ich das kaputt machen? Nee. Was ist denn das hier? Okay, egal. Also ich sage, Leute, ich sage, mit diesem japanischen Kram. Hasen und Mond. Für uns mag das ein bisschen verwunderlich sein, aber das hat im Japanischen hat das halt eine ganz große kulturelle Bedeutung. Wow, 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 wow. Wupp. Ach. Hallöchen, ihr kleinen Typis. Will einer von euch Fange spielen? Kommt alle so aus Stein, die ganze Essen? Ein bisschen Geld. Okay, warum kann ich hier unten lang? Hier ist schon bloß Geld. Wow. Warte mal. Das sieht ja auch sehr, sehr schick aus, ey. Ich weiß auch nicht. Das hat irgendwie was. Soll ich hier irgendwie mal rinstompen oder was? Bringt ihr irgendwas? Nö. Wo bin ich hier? Aber hier ist anscheinend echt nur noch mal irgendwie ein Kampf. Oder was? Ich guck mal. Mit dem Ding hier. So. Okay, was? Was? Ankunft am Kaninchenkrater. Okay, was zur Hölle? Okay. Das, ist äußerst interessant. Whee! Aber hier sind überall Hasen. Hier sind, hier ist doch irgendwas noch versteckt drin. Das sind schon zwei so eine Dinger. Das sind richtige Tunnel, das sieht man doch. Aber anscheinend muss vorher was erledigt werden. Na okay, dann. Oh Gott. Okay, hier geht's rein. Und da muss ich irgendwie noch wieder nach oben kommen. Okay, Leute, das werde ich aber heute nicht mehr schaffen. Das, Turm am Kaninchenkrater. Erste Etage. Ach, ist das nochmal alle Bosse machen? Oh. Oh, warte mal. Also alle Kaninchenbosse? Das wird so sein, oder? Was zur Hölle? Ich glaube, also ich würde jetzt sagen, weil ich halt Videospiele kenne, dass das ein Battleturm ist. Dass ich halt immer höher komme und ganz oben ist dann anscheinend nochmal ein Oberboss. Hm. Ja, was mache ich denn jetzt, Leute? Ich weiß nicht, denn komme ich hier ganz, ganz, ganz zum Schluss her? Oder ist das irgendwie, ich weiß es halt nicht. Warte mal, nee, na, denn erstmal doch nicht. Denn erstmal nicht. Hm. Das ist aber schon krass. So, zur Odyssey. Schade, dass hier kein Fähnchen ist, aber... Nun gut. Die Odyssey benötigt noch... Weil dann geht's echt noch weiter? Noch 169 Monde. Und dann geht's noch in andere Länder. Boah, ist das geil. Aber ich weiß nicht, was ich da oben machen soll. Vielleicht kann ich da auch einfach hochgehen. Vielleicht soll ich es einfach machen. Oder soll ich es machen? Soll ich es tun? Es gibt halt so viel zu entdecken. Und die ganzen Welten müssen noch komplettiert werden. Hupsala, was gibt's denn hier? Kaninchen gerade. Und da habe ich auch noch nicht alle durchgelesen. Dichte, keine Ahnung. Finstere Seite. Hier sind anscheinend Kundenberatungen. Die letzte Tür. Was sind das? Eine neue Herausforderung wartet auf den Reisenden, die Gastfreundschaft der Brodels unbeschadet überstehen. Das ist hier, glaube ich, einfach nochmal ein Bosswash. Guck mal, hier sieht man aber richtig, wie die alle heißen. Harriet, Rango und Speedward. Oder was? Jo. Das Reisen in drei Punkten. Ey, da guck mal da richtig. Was ist das denn da?
Ach, das ist auch nochmal der Roboter natürlich. Okay, wir müssen mal, hier sind nochmal alle Hasen. Okay, was sagt hier die Liste? Okay, hier gibt es auch wieder richtig viele Monde. Oh Gott, da gibt es richtig viel. Na gut, okay, 24. Okay, Leute, vielleicht probiere ich es echt mal aus. Es scheint ja irgendwie... Ich probiere es mal aus. Wir müssen aber echt mal gucken, wie die Sache, was ich jetzt mache. Erstmal vielleicht doch noch andere Länder bereisen und komplettieren und dann hier nochmal herkommen oder... Boah, das Space sieht aber auch schön aus. Die Brodels, die Budels kommen also echt von der finsteren Seite des Mondes, die armen Typen. Natürlich haben die natürlich Bowser angelockt, dass Bowser die für sich arbeiten lässt. Aber naja, egal Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.